Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie uns auf dem Informationsportal des Brustgesundheitszentrums Hamburg besuchen. Das Brustgesundheitszentrum Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, von Brustkrebs betroffene Frauen flächendeckend und heimatnah zu versorgen. Hier auf dem Informationsportal stellen wir Ihnen die aktuellsten Neuigkeiten zum Thema Brustkrebs zusammen und auch vor, von der Vorsorge bis zu Behandlungsmöglichkeiten und natürlich der Nachsorge. Heute befassen wir uns mit dem Thema Schwangerschaft bei und nach Brustkrebs. Eine Frage, die vor allem viele jüngere betroffene Frauen sehr beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass ich eine richtige Koryphäe zu dem Gebiet heute hier im Studio bei mir begrüßen darf. Professor Bernhard Joachim Hackelöhr, Chefarzt der Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Standort Barmbek des Brustgesundheitszentrums Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Gehen wir mal direkt in medias res. Ich bin schwanger, stelle fest, ich habe einen Knoten in der Brust und erfahre, oh Mist, ich habe Brustkrebs. Was passiert jetzt? Zunächst mal zur Einleitung kann man sagen, es ist ja gar nicht so selten, dass das vorkommt. Es wird häufig immer gedacht, dass Brustkrebs der Krebs der älteren Frau ist. Man sollte doch bedenken, dass weit über 20% aller Krebserkrankungen der Brust unterhalb des 50. Lebensjahres sind. Und ein Großteil eben auch zu dem Zeitpunkt, wo Frauen noch Kinder bekommen können. Häufig wird das übersehen und es wird nicht darauf geachtet, wenn man Knoten getastet wird an der Brust. Da wird nicht weiter nachgedacht und gesagt, ach gut, das hat Zeit bis nach der Geburt, dann kümmern wir uns drum. Manchmal steckt eben auch was Unangenehmes dahinter. Auch wenn man nicht röntgen sollte in der Schwangerschaft, kann man mit Ultraschall sehr leicht feststellen, wenn da eine Auffälligkeit wäre. Wenn Zweifel an der Besonderheit dieses Knotens ist, kann man auch in der Schwangerschaft natürlich das abklären. Man kann eine sogenannte Stanzbiopsie machen und man kann eben auch eine Operation in der Schwangerschaft machen, um den Knoten rauszunehmen. Das ist nicht hinderlich, weder für die Schwangerschaft noch für das nachfolgende Stillen. Also das ist kein Problem, obwohl es ein operativer Eingriff ist. Ja. Das macht nichts, weil einmal wird die Stanzbiopsie in örtlicher Betäubung durchgeführt. Das kann man ohne weiteres machen. Und wenn es tatsächlich sich herausstellen sollte, dass Krebs vorliegt, dann hat das natürlich Priorität, auch mit einer Vollnarkose durchgeführt werden zu können und schadet gewöhnlich dem Kind nicht. Wir machen auch aus anderen Gründen während der Schwangerschaft durchaus, wenn es notwendig ist, natürlich lebensnotwendig ist, in dem Fall ja auch Eingriff in Vollnarkose, ohne dass das einen Schaden bei dem Kind anrichtet. Das kann man so dosieren, dass es nicht schlimm ist. Natürlich gibt es kritische Phasen, wo man das nicht unbedingt machen sollte. Das ist gleich in der 6., 7., 8., 9. Woche, also gerade wenn die Organe richtig angelegt werden. Aber mit der 14. Woche nach der letzten Periode gerechnet, ist eigentlich die Organogenese, also die Bildung der Organe abgeschlossen und dann passiert eigentlich nicht mehr so viel. Und danach kann man ohne weiteres Operationen durchführen. Und dann wird halt die Diagnose festgestellt und eine Behandlung erfolgt dann nicht wesentlich anders als bei einer Frau, die nicht schwanger ist. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Chemo bekomme, also eine Chemotherapie, schadet das meinem Kind nicht? Also Chemotherapie ist ja immer etwas, wo jeder denkt, das Gift wird in den Körper eingebracht und das muss ja Schädigungen machen. Genau. Es macht aber keine Fehlbildung. Es macht vielleicht den Verlust einer Schwangerschaft. Eine Fehlgeburtsrate ist erhöht, wenn das in der ganz frühen Zeit erfolgt, also so bis zur 12. Woche. Wenn da behandelt werden muss mit Chemotherapeutika, dann haben wir ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko. Zum späteren Zeitpunkt hat das durchaus Auswirkungen manchmal auf die Leistung des Mutterkuchens. Und das bedeutet, dass es vielleicht Ernährungsprobleme für das Kind geben könnte. Es muss also gut überwacht werden, wie das Kind sich entwickelt. Was aber nicht passiert, was nicht erhöht ist, dass Fehlbildungen auftreten, wofür viele Frauen dann logischerweise Angst haben. Also eine direkte Einwirkung auf das Kind hat es nicht. Es kann die Chemotherapie eine Einwirkung haben auf die Leistung des Mutterkuchens. Das muss man dann aber beobachten. Und es kann dann manchmal ein Grund sein, dass man auch das Kind etwas früher auf die Welt bringen muss, wenn es nicht mehr richtig wächst. Wenn das aber dann in einem späteren Zeitpunkt ist, sagen wir mal 34. Woche, 36. Woche, ist das alles nicht mehr so schlimm und das Kind kann auch unbeschadet trotz dieser Chemotherapie nachher geboren werden und heranwachsen. Gehen wir jetzt in den anderen Fall. Das heißt, ich hatte Brustkrebs, ich habe die Krankheit überstanden, habe einen Kinderwunsch. Kann ich denn nach einer abgeschlossenen Brustkrebsbehandlung überhaupt noch Kinder bekommen?
Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung zur vorhergehenden Frage. Hormontherapie sollte nicht in der Schwangerschaft vorgenommen werden. Ist aber gewöhnlich auch nicht notwendig. Die Zeit besteht dann immer noch, wenn es tatsächlich erfolgen sollte, bis zum Ende der Geburt. Es ist eher immer die Frage der Chemotherapie. Ich wollte das nur zur Ergänzung sagen. Mit der Hormontherapie sollte man zurückhaltend sein. Das sollte nicht während einer Schwangerschaft durchgeführt werden, weil das zu Problemen führen kann. Wenn wir gerade bei den Therapien sind, wie sieht das mit der Antikörpertherapie aus? Würde man auch nicht während der Schwangerschaft machen, aber das ist ja auch, die Schwangerschaft ist ja Gott sei Dank eine relativ befristete Angelegenheit. Und nehmen wir mal an, das wird festgestellt in der 30. Woche oder auch in der 20. Woche, dann ist es ja nicht mehr lange hin bis zur Geburt des Kindes und dann ist genügend Zeit, um die andere Therapie auch noch einzusetzen. Und die nächste Frage, die Sie gestellt haben, es gibt keinen Grund, einer Frau, die Brustkrebs hatte, von weiteren Schwangerschaften abzuraten oder auch von der ersten Schwangerschaft überhaupt abzuraten. Es sollte das Ende der Behandlung abgewartet werden, ist ganz klar. Während einer Behandlung, jetzt gilt das Gleiche wieder, während einer Hormontherapie oder Antikörpertherapie sollte man nicht schwanger werden. Diese Hormontherapie, Antikörpertherapie, beeinflussen die sozusagen die Gesundheit des Kindes oder machen sie eigentlich eine Schwangerschaft unmöglich, weil es einfach eine zu starke körperliche Belastung ist? Eher das Letzte. Es ist eine vermehrte Rate auch an Fehlgeburten zu erwarten unter dieser Therapie und die Komplikationsrate ist einfach höher, auch wenn sie direkt keine Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes selber haben. Also auch die machen keine Fehlbildung. Aber man muss einer Frau eben nicht abraten, nach Brustkrebs wieder schwanger zu werden. Früher hat man häufig darüber diskutiert, dass man sehr viele Jahre warten sollte. Das sagt man heute eigentlich auch nicht mehr. Moderne Studien weisen aus, dass man nur das Ende abwarten sollte. Aber früher hat man als Faustregel gesagt, mindestens 2 Jahre sollte man abwarten. Diese Frist gilt eigentlich nach neueren Studien nicht mehr. Liegt es daran, dass die Medikamente sich verändert haben, sodass sie schneller vom Körper abgebaut werden? Weil ich denke mal, die Medikamente, die in der Krebsbehandlung gegeben wurden, die bleiben ja noch eine Weile, denke ich, im Körper erhalten. Liegt das daran oder woran liegt das, dass man heute viel schneller in eine Schwangerschaft gehen könnte? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Das ist auch die Reaktion des Körpers, ist sehr unterschiedlich. Es gibt schon noch eine Beziehung zum Zeitpunkt, wann man schwanger wird, im Verhältnis zum Ende der Therapie, aber keine Ausschlussbeziehung mehr. Das heißt, man sollte aber wissen, dass das Überlebensrisiko günstiger ist, wenn man später nach der Therapie schwanger wird. Aber es ist kein Ausschluss mehr, auch unmittelbar nach der Therapie schwanger zu werden. Ganz im Gegenteil. Es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen, die schwanger werden nach einer Brustkrebsbehandlung, gegenüber den Frauen, die nicht schwanger geworden sind, eine bessere Überlebensrate haben. Genau kann man sich das auch nicht erklären, aber in irgendeiner Form stellt die Schwangerschaft doch wieder etwas Positives wie immer dar und auch einen Schutz dar. Und hier ist auch die Zeit wieder maßgebend. Wenn eine Frau 2 Jahre nach einer Therapie schwanger wird, ist die Überlebensrate zwar auch besser als bei einer Frau, die gar nicht schwanger wird danach, aber im Vergleich zur Normalbevölkerung schlechter, als wenn sie 6 Jahre danach schwanger werden würde. Also 2 Jahre danach hat sie noch ein höheres Sterblichkeitsrisiko als 4 Jahre danach und als 6 Jahre danach. Insgesamt hat sie eine bessere Überlebensrate für alle Bereiche als die Frauen, die nicht schwanger werden. Mhm. Also nochmal, immer hat doch eine Frau ein höheres Sterblichkeitsrisiko, wenn sie eine Krebserkrankung gehabt hat. Ja. Das ist ja auch klar. Genau. Also wenn wir es vergleichen mit der Normalbevölkerung. Und dann ist es so, dass das sich fast normalisiert gegenüber der Normalbevölkerung, wenn es etwa 6 Jahre danach ist. Und 2 Jahre danach ist es noch deutlich höher. Aber für alle Bereiche gilt, dass es niedriger ist gegenüber den Frauen, die nicht schwanger werden. Okay. Das ist eine Studie, die im Jahr 2010 veröffentlicht wurde, also relativ aktuell ist und Sterblichkeitsregister betrachtet hat in ganz verschiedenen Bereichen der Welt, zum Beispiel in Singapur und in Schweden, und wo man das ausgewertet hat. Und das sind, finde ich, sehr, sehr interessante Zahlen und insgesamt sehr viel ermutigende Zahlen und positive Zahlen. Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn ich eben Brustkrebs bekomme oder auch hatte? Gibt es etwas, was ich tun kann, damit ich mein Baby, das in mir heranwächst, schützen kann?
direkt Einnahme von Medikamenten oder ähnliches nicht. Es gilt das genau das Gleiche wie für alle Schwangerschaften, dass man sich halt gesund ernähren und gesund verhalten sollte und natürlich in einer engmaschigen Betreuung eines Frauenarztes sein sollte. Es muss Pränataldiagnostik gut gemacht werden. Die Entwicklung des Kindes muss intensiv verfolgt werden, weil man da natürlich nicht ausschließen kann, dass da auch mal Störungen auftreten, aber wie bei jeder anderen Schwangerschaft auch. Es muss eine intensive Überwachung erfolgen, sonst nichts. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Brustkrebs, den ich hatte, dann an mein Kind weitervererben kann? Darüber gibt es keine genauen Zahlen, sondern hier gelten natürlich die Zahlen, die grundsätzlich für die Brustkrebsvererbung gelten. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich in einer belasteten Familie bin und vielleicht auch selber schon habe bestimmen lassen, dass ich selber ein erhöhtes Risiko habe, dann gilt diese Risikoerhöhung natürlich auch für das Kind. Das heißt, hier kann man das aber nicht statistisch feststellen, sondern hier müsste man dann bei diesem Kind, wenn es ein Mädchen ist, feststellen, ob es ein erhöhtes Risiko in sich trägt oder nicht. Es gelten da die gleichen Zahlen wie für alle anderen auch. Würden Sie an dieser Stelle sozusagen dafür plädieren, dass man das Erbgut in dem Fall untersuchen lässt oder nicht? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich weiß nicht, wie ich für mich selber entscheiden würde. Ich sehe keinen großen Nutzen. Ich würde für mich keinen großen Nutzen darin sehen. Ich selber habe eine Krebserkrankung gehabt, zwar keinen Brustkrebs, aber auch eine Krebserkrankung gehabt und könnte dann natürlich auch sagen, ich lasse meine Kinder untersuchen, ob sie ein ähnliches Risiko tragen. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Also ich glaube, man muss sich immer überlegen, was man dann mit diesem Wissen anfängt. Wenn ich wüsste, dass ich ein hohes Risiko habe, dann würde das als Frau ja nur eins bedeuten können, ich lasse mir vorsorglich die Brüste abnehmen. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Und ob man so radikal vorgeht, das weiß ich nicht. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich würde es niemand unbedingt zwingend raten, weil es doch Gewissenskonflikte für einen selber mitbringen kann, die vielleicht auch manche Schwierigkeiten haben zu lösen. Wie ist denn das, wenn mir jetzt zum Beispiel wirklich eine Brust fehlt? Ist das für mein Baby in irgendeiner Form ein Risiko auch und für mich natürlich auch in der Schwangerschaft, einfach weil, ich sag mal, man hat einen geschädigten Körper, man hat einen Körper, der geschwächt war? Nein, überhaupt nicht. Wenn nicht grundsätzlich andere Erkrankungen noch vorliegen, wenn der Mensch nicht anderweitig noch geschwächt ist, sonst ist es einfach eine numerische Frage. Es fehlt halt eine Brust. Okay. Und von daher steht nur eine Brust zum Saugen zur Verfügung. Also das funktioniert? Ja. Außer es liegen Besonderheiten an der anderen Brust auch noch vor und wenn da vielleicht auch was bestrahlt worden ist oder was operiert worden ist. Aber sonst geht das natürlich ohne weiteres und ist keine Einschränkung. Das heißt, ich kann meinem Kind später die Brust geben und es bekommt auch die Muttermilch, wenn ich noch eine funktionierende Brust habe, geht das auch? Ja, es geht auch. Wenn beide Brüste noch da sind und an der einen Brust operiert worden ist und Narben da sind, dann kann es zwar Probleme geben, aber es ist nicht ein grundsätzlicher Ausschluss. Also wenn jemand an der Brust, brusterhaltend operiert worden ist und nachher auch noch eine Nachbestrahlung bekommen hat, auch eine Chemotherapie bekommen hat und das ist eine Weile her und an der Brust sind sonst keine schwerwiegenden Veränderungen weiter aufgetreten, dann kann man auch mit dieser Brust sogar noch stillen. Man kann es zumindest versuchen. Ob es klappt, das kann man natürlich nie vorhersagen. Wie ist denn das, wenn man jetzt, ich stelle mir eben vor, gerade wenn man viel Milch produziert, ist natürlich auch der Druck groß. Wenn ich jetzt nur eine Brust habe, bei der das noch funktioniert, haben die Frauen damit dann richtig Schwierigkeiten? Also so viele Frauen, muss ich ehrlich sagen, nach Brustkrebs mit nur einer Brust habe ich nicht gesehen, um da repräsentativ eine Aussage treffen zu können. Aber ich glaube, dass die Frauen, die sich nach Brustkrebs schon bewusst für eine Schwangerschaft wieder entscheiden, sich ja auch mit diesen Problemen auseinandergesetzt haben und dann eigentlich nicht so viele Schwierigkeiten haben, weil sie ja eigentlich vorher das schon mal besprochen haben, auch mit ihrem Frauenarzt oder auch vom Kinderarzt vielleicht, was das bedeutet mit der Milch. Und ich denke, dass diese Frauen, die bewusst dann diese Schwangerschaft erleben, auch nicht so viele Probleme haben damit, weil sie sich eigentlich damit schon auseinandergesetzt haben. Kann ich denn als Brustkrebspatientin oder ehemalige Brustkrebspatientin normal mein Kind zur Welt bringen? Ja, klar. Es gibt überhaupt keinen Grund, wieso nicht. Und wenn sonst alles bei Ihnen in Ordnung ist, dann können Sie auch eine normale Geburt haben. Es gibt keine Einschränkung dafür. Also sprich, ich muss nicht auf Kaiserschnitt übergehen, das ist egal. Manche machen das, ich habe das auch schon erlebt, einfach wegen der psychischen Belastung. Weil sie jetzt sagen, ich bin jetzt belastet durch diese ganze Geschichte und möchte mich nicht einer stundenlangen Geburt noch aussetzen mit der Problematik, dass vielleicht nachher doch ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, sondern ich möchte von vornherein Klarheit haben. Aber es gibt genauso das
das Umgekehrte. Frauen, die sagen, ich habe jetzt schon so viele Probleme gehabt, ich möchte jetzt diese Geburt ganz normal erleben. Beides ist denkbar und beides sollte halt in der Schwangerschaft ausführlich, einmal mit dem betreuenden Frauenarzt, mit einer Hebamme und auch mit der Klinik, wo man später entbinden will, besprochen werden. Und dafür haben wir zum Beispiel auch hier in Barmbek spezielle Beratungsstellen. Wir haben Hebammen, die während der Schwangerschaft für solche Konflikte zur Verfügung stehen und Beratungen eben auch führen können. Das heißt also, ich kann wirklich auf ein Fachteam zurückgreifen im Falle, dass ich sage, okay, ich bin Brustkrebspatientin, ehemalige Patientin und ich möchte Schwangerschaft bekommen. Auf jeden Fall. Und gerade hier, wir in Barmbek haben eben da auch ein spezielles Zentrum mit einer eigenen Brustzentrum, Brustabteilung plus spezialisierte, hochspezialisierte Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Das heißt, mit diesen Themen befassen wir uns und können dementsprechend auch entsprechend beraten. Was wäre denn sozusagen das Heikelste, was mir passieren könnte in meiner Schwangerschaft als Brustkrebspatientin? Ja gut, das Unangenehmste, was passieren könnte, ist, dass ich wieder Brustkrebs kriege. Mhm. Das sind natürlich die Dinge, alle anderen Dinge kann man sich nicht ausmalen, weil passieren kann ja alles Mögliche, vom Unfall bis zu sonstigen Erkrankungen. Aber es gibt jetzt nichts Spezifisches, was passieren könnte, nur weil ich Brustkrebs vorher hatte. Das, was ich am unangenehmsten ansehen würde, ist tatsächlich noch mal ein zweites Mal Brustkrebs zu bekommen. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, wenn die andere Erkrankung früh entdeckt wurde und ausreichend behandelt wurde, auch nicht sehr hoch. Okay, prima. Dann sage ich herzlichen Dank für das informative Gespräch, Herr Professor Bernhard Joachim Hackelöhr, Chefarzt der Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Standort Barmbek des Brustgesundheitszentrums Hamburg. Das war das Thema Schwangerschaft bei und nach Brustkrebs. Und wenn Sie weitere Fragen oder Informationen zu diesem Thema suchen, dann klicken Sie doch auf unsere Internetseite www.brustgesundheitszentrum.de. Dort finden Sie auch Telefonnummern, unter denen Sie sich weiter informieren können. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen, bis wir uns das nächste Mal sehen, alles nur erdenklich Gute.